Hallo liebe Freunde von Hufgeflüster, wir stehen hier in Borsdorf auf dem Western und Country Event. Neben mir steht der Veranstalter, Herr Schimmel. Und Herr Schimmel, mal eine Frage, wie kommt es eigentlich so zu einem Country Fest? Wie kommt man auf die Idee und warum organisiert man das denn? Ja, wir machen ja eigentlich seit vielen Jahren schottische Feste. Also das größte schottische Fest, die Highland Games, ist bei uns immer im September im Trebsen. Und wir haben aber diese Location gesehen, die vor 4 Jahren ist es gewesen, die der Gemeinde Borsdorf gehört. Und die haben wir gesehen und gesagt, man, das passt absolut zu einem Countryfest, wo Pferde da sind, wo Tiere da sind, großer Auslauf da ist, große Fläche da ist. Und wo wir einfach mal was Neues kreieren können. Und haben wir angefangen und es ist jetzt in den letzten 4 Jahren ganz gut gewachsen. Sehr schön. Und die Gäste hier, wie sieht es mit den Zuschauern aus und den Gästen, die hier so kommen? Wie viele schätzen Sie, sind es so? Wir können noch keine Zahlen sagen. Wir haben heute erstmal noch gar nicht gezählt. Auf jeden Fall kann man sagen, in den 4 Jahren ist es stetig steigende Gästezahl geworden. Auch, das zeigt sich auch, dass die Camper aus größerem Umfeld kommen, also aus ganz Ostdeutschland sozusagen. Aus Thüringen sind Camper da, aus dem Norden, aus Berliner Ecke. Und die dann hier 3 Tage richtig countrymäßig verbringen. Und es spricht sich halt rum, so ein Festival muss sich rumsprechen. Es gibt also etablierte Dinge in Deutschland, und die Leute alle kennen. Und ich denke, wir haben uns jetzt schon ganz guten Namen erarbeitet. Und Sie hatten heute bei der Eröffnungsrede die ganzen Aktivisten hier angesprochen, wie viele hier so auftreten mit Kutschen, Pferden, Tänze. Könnten Sie den Zuschauern noch einmal aufzählen, so, was hier alles auftritt? Ja, natürlich, unsere Indianergruppe ist wieder dabei. Die wird wieder also tanzen und wird also erst ihr Leben darstellen, das Leben der Indianer. Dann haben wir natürlich die Westernreiter, die organisiert werden von der Car Ranch, die eine Westernreitshow bringen. Wir haben Stuntgruppe da, wir haben sehr, sehr viele Line-Dancer, die auch Darbietungen machen und die auch hier selber tanzen. Dann 6 Bands auf 2 Bühnen, die Country-Musik in verschiedenster Weise darbieten. Ja, dann haben wir Kutschenbetreiber, also die hier mit Kutschen rumfahren, ganz, ganz viele Leute, die dekoriert haben. Und viele Stände, viele Händler. Wir haben die Grill Brothers da, also das sind Grill Europa und Weltmeister, die zeigen, was man am Grillen alles machen kann. Also nicht bloß die Bratwurst, sondern auch noch ganz andere tolle Dinge. Ja, und ja, also ein ganz, ganz buntes Programm halt. Man hört schon, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll hier so viel. Wie ist das mit der Planung eines so großen Festes? Wie lange braucht man, um sowas auf die Beine zu stellen? Ja, wir sagen immer, nach dem Fest ist vor dem Fest, und wir machen 14 Tage, 3 Wochen, und dann hat man dann die Nase voll davon. Und dann fängt man schon wieder an, die neuen Bands zu binden, Händler zu finden und schon neue Pläne zu schmieden. Also so richtig Pause macht man eigentlich nicht. Und meine persönliche Frage, reiten Sie selber auch? Ich heiße zwar Schimmel, aber ich reite nicht, ich gehe nicht aufs Pferd. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Interview. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude und viel Spaß. Morgen geht es ja weiter. Hoffen wir auch weiterhin auf schönes Wetter. Dankeschön. Dankeschön auch. Tschüss.